Ich glaube, es besteht kein Zweifel daran, dass die Kirche des Allmächtigen Gottes nicht für den McDonald's-Mord verantwortlich war. Und wie bereits erwähnt, stammt keines der von mir verwendeten Dokumente von der Kirche des Allmächtigen Gottes. Alle Dokumente stammen aus chinesischen Quellen, die mit der KPCH in Zusammenhang stehen. Und aus diesen Quellen geht klar hervor, dass die Täter einer anderen Gruppe angehören. Die Verwirrung ist möglicherweise entstanden, weil sie den Begriff allmächtiger Gott benutzten, aber für sie war der allmächtige Gott eine göttliche Seele in den zwei Körpern der beiden Anführerinnen der Gruppe. Es ist also klar, dass dieser Glaube völlig anders ist als bei der Kirche des Allmächtigen Gottes, die glaubt, dass der Allmächtige Gott eine andere Person ist. Das ist bereits der entscheidende Unterschied. Denn der Glaube an den Allmächtigen Gott, der in einer bestimmten Person zum Menschen wurde, ist die Kernbotschaft der Kirche des Allmächtigen Gottes. Wenn man also jemand anderen als den Allmächtigen Gott bezeichnet, gehört man zu einer anderen Gruppe. Zweitens ist die Theologie anders. Die theologische Idee, die zu diesem schrecklichen Mord führte, ist, dass die Welt voller böser Geister ist und man diese innerhalb von drei Sekunden entdecken kann, weshalb die arme Frau in Zhaoyuan ermordet wurde. Sie sagte einfach, ich gebe euch meine Handynummer nicht. Daraufhin erkannten sie in ihr einen bösen Geist, der getötet werden musste, obwohl sie bis dahin lediglich einen Hund getötet hatten. Aber sie erkannten sehr schnell den bösen Geist der Person, was völlig im Widerspruch zur Theologie der Kirche des Allmächtigen Gottes steht. Die Kirche des Allmächtigen Gottes glaubt, wie alle Christen, an die Existenz böser Geister. Aber zu erkennen, wer von einem bösen Geist besessen sein könnte, ist eine sehr ernste Angelegenheit, die viel Zeit braucht und nicht nur drei Sekunden. Und drittens wurden die Täter gefragt, gehört ihr zu dieser Kirche des allmächtigen Gottes? Sie verneinten mehrfach und sagten sogar, sie sind der falsche allmächtige Gott während wir der wahre allmächtige Gott sind. Das bedeutet, es gibt zwei verschiedene Gruppen. Zhang Fan, eine der Anführerinnen, wurde hingerichtet. Sie sagte, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt daran interessiert war, mehr über die Kirche des allmächtigen Gottes zu erfahren. Also die große Kirche des allmächtigen Gottes. Aber sie konnte sie nicht finden weil sie zu dieser Zeit bereits sehr verfolgt wurde. Ich glaube, die Dokumente sind eindeutig. Der McDonald's-Mord wurde von einer kleinen Gruppe von Leuten verübt, die den Namen allmächtiger Gott benutzten, aber zu einer anderen Bewegung gehörten, einer anderen Religion sozusagen. Nun, ich glaube, dass die KPCH Probleme mit der Öffentlichkeitsarbeit hat. Denn im Westen wird es immer bekannter, dass sie die Kirche des Allmächtigen Gottes und Gruppen mit der Bezeichnung Xie Jiao, böser Kult, verfolgt. Und sogar Bewegungen, die sie nicht als Xie Jiao einstufen. Und Hunderttausende von Menschen wurden ins Gefängnis gesteckt. Viele wurden gefoltert oder ermordet. Sie haben also im Westen ein großes Problem mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Im Gegensatz zu anderen Ländern wie Russland legen Chinesen auf ihr öffentliches Image Wert. Sie hätten gerne ein positives öffentliches Image als Beschützer der Religionsfreiheit. Und deshalb müssen sie die Verfolgung rechtfertigen. In Bezug auf die Kirche des Allmächtigen Gottes besteht ihre Strategie nicht so sehr darin, die Verfolgung zu leugnen, sondern vielmehr zu sagen, die Kirche des Allmächtigen Gottes ist eine kriminelle Vereinigung, sie tötet Menschen, was wir mit ihnen machen, ist daher gerechtfertigt. Und selbst wir haben gehört, dass sie in China versuchen, die Kirche des Allmächtigen Gottes mit Gruppen wie Al-Qaida, ISIS und anderen Terrorgruppen zu vergleichen. Sie sagen, selbst im Westen werden Terroristen nach Guantanamo geschickt, also machen wir das Gleiche. Aber das Problem ist natürlich, dass es im Fall von ISIS und Al-Qaida massive Beweise dafür gibt, dass sie immer wieder Menschen töten. Und im Falle der Kirche des Allmächtigen Gottes handelt es sich meist um verfälschte Nachrichten. Und ich glaube, es gibt genug Studien, nicht nur von mir, die ihren Versuch widerlegen, den McDonald's-Mord der Kirche des Allmächtigen Gottes zuzuschreiben. Das sind Falschnachrichten. Und ich bin zuversichtlich, solange wir die anderen kleinen Vorfälle studieren, denn sehen wir der Wahrheit ins Gesicht, der große und entscheidende Vorfall ist immer der McDonald's-Mord, aber solange wir Wissenschaftler alle Vorfälle studieren, wird es wahrscheinlich herauskommen, dass viele weitere Vorfälle auch Falschnachrichten sind.